Willkommen zurück bei eurem im Moment Lieblings-Let's Play Indiana Jones und der Turm von Babel. Und wir schauen jetzt mal... Musik... nicht gut. Was hier solche komischen Geräusche macht. Ich habe ein wenig... hier ist ja gar nichts. Das ist ja scheiße. Was ist denn das da? Was für ein komisches Ding. Wie funktioniert es? Ja, das, woher soll ich das wissen? Du bist der Archäologe, nicht ich. Für mich sieht das wie eine Tür aus, aber warum öffnet sie sich nicht? Weil du sie nicht öffnest? Das könnte wichtig sein. Das könnte? Oh oh. Dieses Geräusch im Hintergrund, das macht mich kirre. So, was ist denn, wenn ich... Nach, steck die Waffe weg. Was ist denn, wenn wir das da einsetzen? Ja. Was sagt man dazu? Sophias kleines Geschenk erweist sich doch noch als nützlich. Ja. Was ist denn das? Okay, wir haben das jetzt angehoben. Um wo ranzukommen? Da oben oder was? Eine Etage drüber. Ja, okay. Hab ich verstanden. Indy, warum drücke ich immer auf die falsche Taste? Ich gehe... Indy! Ey, das ist so eine Zicke. Danke. So. Hepp. Jawohl. Hier kommen die Geräusche wahrscheinlich her. Spinnweben voraus. Hä? Okay, wo bin ich? Vielleicht in Nebukadnezars Bibliothek. Stören Sie nicht die anderen Besucher. Naja, das ist leicht. Die sind schließlich schon seit tausenden von Jahren tot. Da! Wusste ich's doch. Indy, warum... Oh, warum kannst du nicht auf diese ekelhaften Spinnen da zielen? Ach, da ist eine Plattform. Okay. Oh, ja, genau sowas meine ich. Wieso... Wieso? Nein! Boah, Skorpione, gar keine Spinnen. Das ist zum Kotzen. Da werde ich mich echt noch schlau machen, warum Indy hier da so scheiße ist. Och, ich will die eigentlich gar nicht. Doch, da war eine Spinne. Ich mag eigentlich, weil ich bin vom Sternzeichen, bin ich ja Skorpion und... Ja, klar. Warum gehst du jetzt hier so runter? Du weißt doch auch nicht, was du willst, ey. So. Schnell hier alles auskundschaften. Okay, da ist eine Leiter. Indy, einmal. Das heißt wegstecken. Rauf, rauf, rauf. Und hier sieht's... Kann ich da rein? Ach, hier oben. Hä, wie soll ich denn... Und dann hier hoch, oder was? Ist da wieder was? Nein. Aber er sagt nichts, er macht nichts. Deswegen denke ich mal, dass es da nichts gibt. Hier, da gibt's was. Da steht doch. Aha. Eine Statue. Ist das jetzt nur ein Schatz, oder? Ja, es ist ein Schatz. Okay. 320 Moneten. Das ist doch gut. So, den Block muss ich jetzt da... Ich muss da rüber. Das ist die Frage. Muss ich den jetzt raus oder rein? Ich schiebe ihn einfach mal. Und ein, zwei. Und komm noch weiter. Nicht aufhören. Nein. Hm? Zu wenig Platz zum Arrangieren. Zu wenig Platz. Nicht genug Platz. Zu wenig Platz zum Umrangieren. Das ist auch lustig. Okay. Jetzt ist die Frage des Jahrhunderts. Wenn ich jetzt... Ja, sehr schön, sehr schön. Und... Hallo, runter!
wieso? In die, oh. Okay. Der, ich hatte eigentlich vor, dass der sich hier dran festhält, aber das, ja, war ein Trugschluss. War da hier was? Nein. Hier drüben? Muss es da irgendwas geben? Hey! Ah! Ich finde alle Schätze, ich finde alle Schätze. So, jetzt muss ich mir mal einen kleinen Überblick machen. Komme ich da drüben hin? Ich glaube nicht. So, jetzt ist die Frage. Da komme ich auch wieder nicht runter. Nur mit einem Sprung. Ja, da. Und da laufen wir Gefahr, uns irgendwo alle Knochen zu brechen. Hep. Gucken, gucken, gucken. So, also. Den haben wir. Ach nein, ich Trottel. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ich bin, weiß ich nicht, so blöd wie eine Katze unterm Schwanz. Ich weiß. Aber es ist spät. Wir haben es schon wieder 11:45. Ich habe einen langen, harten Arbeitstag hinter mir. Deswegen sei es mir bitte vergönnt, dass ich mal hier... Oh nein, wir müssen noch eine weiter. So, jetzt. Hoch, genau. Hier sowas mal nicht sofort sehe. So, also. Zip. Den schieben wir nämlich jetzt. Ach nee, der geht doch auch nicht. Da. Zu wenig Platz. Zu wenig Platz zum Rangieren. Das heißt, ich muss... Oh Gott, das wird schon wieder einer dieser Sprünge werden hier. Boah, alle Knochen gebrochen. Ah. Aber der Sprung ist zu schaffen. Und dann durchdrücken. Und dann müssen wir wieder zurück. Aber das muss doch irgendwie anders gehen. Verdammte Muschi, wollte ich gerade sagen. Was ist, wenn wir hier... Warte, 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 warte. Oh nein. Was ist denn... Man hätte vielleicht mal weiter hochgehen sollen. Ja, und wieder... Und schwupp. Ja. Ich, Intelligenzknoten. Mensch, bin ich wieder clever. Gegengift. Ach so. Ja, super. Weil ich so troll. Weil ich so trollig war. Nach. Ey. Ich kann das nicht noch weiterschieben. Indy. Ach, muss ich doch gar nicht. Platz. Und die andere Frage ist, warum ist es überhaupt? Oh Gott. Sehr gut. Sehr guter Mann. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Warum tut er immer so erstaunt? Wie komme ich da jetzt hoch? Hä? Das ist eigentlich gar nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist da hinten wohl. Und das Geile ist, doch jetzt sehen. Ja. So. Da oben muss ich hoch. Da oben. Da muss ich hin. Das heißt, ich muss irgendwie auf die Seite hier. Und da unten ist auch nochmal so ein Teil. Aber ich denke mal, das ist einfach nur ein Gang. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Wie? Hallo? So, jetzt danke. Da. Wie komme ich darüber? Ein normaler Mensch würde sich ja darüber hangeln, aber das schafft ihn die nicht. Warte mal, ich weiß wie. Ist doch... Nein, Indy. Du sollst dich da hinstellen. Dann genau die Leiter. Hier eine runter. Dann hier rüber. So.
Die Zuschauer hier, die klatschen sich jetzt wahrscheinlich mit der Hand auf die Stirn und sagen, boah, bist du blöd. Aber wie gesagt, ich habe einen langen, harten Arbeitstag hinter mir und es sei mir bitte vergönnt, dass ich jetzt hier das nicht auf Anhieb direkt gesehen habe, wie die Über-Mega-Pro-Spieler, die, weiß ich nicht, das hier in 10 Minuten durchspielen, das ganze Spiel. So, jetzt macht es nämlich auch Sinn, dass wir mit der Leiter ganz nach oben klettern können. Tschöp, 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 tschöp. Können wir hier hoch? Kannst du da jetzt bitte... Ja, er geht runter. Sehr schön. So. Jawohl. Was ist hier? Ah, was ist das? Oh, 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 oh. Was ist das? Ein Bruchstück einer keilförmigen Tafel. Ich, oh nein, und ich habe mir das nicht gemerkt. Aha. So ein Käse. Ach nee, das ist... Okay, das ist einfach. Da, nee, oder muss ich das auch mitnehmen? Hm. Ein Textfragment. Toll. Toll. Super. Klasse. Super mega mopfartig. Wie soll ich jetzt hier runterkommen? Ohne mir alle Haxen zu brechen. Schafft Indy das da drauf und dann da unten drauf? Ist er so helle? Das Schöne ist, ihr seht das jetzt alles. Normalerweise, wenn ich mit Fraps aufgenommen hätte, hättet ihr das jetzt hier alles gar nicht gesehen. Aber... Oh! Oh! Das war, perfektes Timing, würde ich das mal sagen. Nennen. Dann. Hep. Ja, sehr. Ein Schalter. Jenny ist klar. Boah. Okay. Bück dich, du Stück. La 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 la. Warum sind hier überall Spinnenweben? Ich weiß es nicht. Eine Statue. Ist das das Ziel? Schau sich einer das an. Marduk mit allem drum und dran. Gar nicht so übel für einen unbezahlbaren Schatz. Und jetzt? Was passiert jetzt? Es ist irgendein geskriptetes Ereignis, was jetzt hier passiert. Oh. Eine Kralle von oben. Buff, tot. Bück dich. Sehr gut. Also das war jetzt nicht megamäßig super versteckt. Also da hätte man auch so drauf kommen können. Da hätte es jetzt kein Indiana Jones gebraucht, um das zu finden. Würde ich jetzt mal so sagen. Warte, da ist das Fragment, das Steinfragment drauf. Und deswegen schafft es Indy jetzt nicht mehr da... Ja, genau. Deswegen schafft Indy es jetzt nicht mehr da hochzukommen. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier die Leiter nutzen. Hep, hep. Schwupp, und hoch. Duppidu, duppidu, schubididu, Pudding im Schuh. Ach, das ist doch dieselbe Seite wieder. Bin ich bekloppt. Aber ich bin doch von da, oder? Ne, ich bin von der anderen Seite gekommen. Komm, Indy, spring ab. Oh. Spring ab. Warum? Warum auch? Es ist echt zu spät. Ich sollte echt gucken, dass ich ins Bett komme. Ach, jetzt bin ich... Jetzt bin ich hier wieder. Jetzt habe ich mir die Sachen geholt. Jetzt muss ich die wahrscheinlich da einsetzen. Da steht was in Keilschrift geschrieben. Aber es ergibt keinen Sinn. Es fehlen ein paar Teile. Wieso ein paar? Ich habe nur noch einen Teil. Indy, mach mich jetzt nicht kirre. Hm, das hat nicht so recht geklappt. Doch nicht die Kreide. Mann, Kerl. Das. Da, passt. Aber ich kann immer noch nichts entziffern. Mittlere? Da fehlt noch eine. Die Statue? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Shit. Mir fehlt noch ein Teil. Wo habe ich das übersehen? Oh, sowas hasse ich ja wie die Pest. Hier irgendwo muss ich irgendwas... Oder irgendwo... Na, guck doch mal hoch. Nee. Übersehen haben. Aber wo? Na, steck die Knarre weg. So viele gibt es hier doch gar nicht mehr. Ich war... Ah, warte mal. Natürlich. Ah, bin ich blöd. Hier liegt doch jetzt der Stein. Das heißt, ich kann hier hoch. Hep, dach. Das sieht mir nach einer Falle aus. Das sieht mir so nach einer Falle aus. Ja, das ist eine Falle. Und ich glaube, wenn ich das mache... Ja! Es hat sich gelohnt, Indiana Jones Filme wieder alle zu gucken. Ein weiteres Textfragment. Ja, so ist das gut. Und jetzt bück dich wieder. Ja, auf alle Viere. Das hätte Matsch aus uns gemacht. Ich würde gerne wissen, ob es dann wirklich ein Tod wäre oder ob wir einfach nur verwundet werden würden. Wenn ich mich da jetzt nicht geduckt hätte. Aber ich möchte jetzt das auch nicht ausprobieren. Ich möchte jetzt einfach nur noch das eine Fragment da in das Puzzle tun und das dann erfolgreich abschließen und dann die Sachen rendern und dann zufrieden hochstellen. Ja, das möchte ich. Jawohl. Langsam ergibt es einen Sinn. Mal sehen. Sei willkommen, Suchender. Wisse, dass es Nebukadnezar war, der, beflügelt durch die Schrift, die ihm Marduk offenbarte, die große Maschine erschuf. Der Pöbel wusste dieses große Werk nicht zu würdigen und riss es nieder. Vier Jünger jedoch entkamen dem Chaos und flüchteten in alle Himmelsrichtungen. Und mit ihnen gingen die Relikte. Willst du den Pfad der Weisheit betreten, dann blicke nach Osten. Urgon war es, der in das himmlische Gebirge floh, wo Shambhala ein mächtiges Geheimnis hütet. Eine Karte. Himmlisches Gebirge. Ich frage mich, ob damit das Tien Shan-Gebirge gemeint ist. Oh oh. Oh Gott sei Dank. Ich habe jetzt echt gedacht, dass da wäre jetzt irgendwas passiert, da kommt einer oder so. Sagt er noch was dazu? Die Tien Shan-Berge. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor Volodnikov es auch herausfindet. Ja, dann würde ich das vielleicht wieder umdrehen. Aber, okay. Das will er nicht. So, Freunde, und ich würde sagen... Was ist das? Ach, guck mal hier. Sieh sich einer das an. Ja. Eine Statue. Eine Statue? Was ist das? Dasselbe wie gerade eben. Und warum ist da nichts drin? So. Und jetzt? Toll. Den vielleicht wieder reinschieben? Geht das? Nein. Zu wenig Platz zum Arrangieren. Ich weiß, dass jetzt hier Platz ist, um den wegzuschieben. Und schieben und schieben und schieben und schieben und... Komm, nochmal schieben. Schiebung! So, das war's. Jetzt gehen wir wieder zurück. Rückwärtsgang, Rückwärtsgang. Und da drückst du jetzt mal drauf. Ich vermute, das Kapitel wird nämlich jetzt abgeschlossen. Jawohl. Sehr gut, wir kommen voran. Stunden später. Okay. Wir schließen das Kapitel, doch nicht ab. Nee, warte, hier raus. Ach, guck mal an. Ah, Jones, da sind Sie ja. Haben Sie eine Statue für mich? Meinen Sie die hier? Könnte sein. Sonst noch was? Einer Inschrift nach beherbergte der Turm eine große Maschine. Als die Babylonier das Ding zerstörten, gelang vier Priestern mit Teilen davon die Flucht. Und wohin brachten Sie die? Außer bei einem bin ich mir da nicht ganz sicher. Ein Kerl namens Urgon brach in das himmlische Gebirge auf. Ich habe eine Karte von Zentralasien gesehen. Das bringt uns nicht viel weiter. Vielleicht doch.
Der Tianshan-Gebirgszug erstreckt sich entlang der Grenze von China und Kasachstan. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie himmlisches Gebirge. Kasachstan? Als ich das letzte Mal auf die Karte sah, war das sowjetisches Hoheitsgebiet. Ich zeige den Grenzsoldaten einfach nicht meinen Ausweis. Okay, Kumpel. Es ist schließlich ihr Begräbnis. Das war mal eine Wendung. Ja, und der bleibt da jetzt stehen, oder was? Krass. Jawoll, Kapitel abgeschlossen. Glückwunsch. Ja, und jetzt seht das auch mal endlich. Spieldauer 1 Stunde. 1, gefundene Schätze 9, Wert gefundene Schätze 450, Wert aller Schätze 470. Ja, dank nicht mehr Fraps können wir das jetzt auch sehen. Schließen. Und hier haben wir jetzt die Indies Handelsstation. Genau, so heißt es. Gewehrmunition, 9mm Munition, Gegengift. Das ist unser aktuelles Inventar. Und dann haben wir hier verfügbare Gegenstände, sozusagen diese Handelsstation. So, Gegenstände kaufen, zurücklegen. Zurücklegen? Okay. Heilpflanze, geheime Karte. Shit. Die will ich haben. Zurücklegen? Nee, schade. So, Verbandskasten werde ich brauchen. Hinzufügen. Und das. Ja. Geheime Karte. Ich will die geheime Karte haben. Menno. Ja, Freunde, und das heißt, wie gesagt, das Kapitel ist jetzt hier beendet, der Teil auch, er ist nämlich lange genug und ich klicke jetzt hier auf Fertig, ich weiß nicht, ob ich dann danach noch speichern kann und dann Schluss machen kann, wenn nicht, mache ich jetzt hier Schluss. Ich sage auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch bis hierhin wieder mal gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.